In Manilas größtem Slum ist er manchmal zu Besuch. Kardinal Luis Antonio Tagle hat nie den Kontakt zum wahren Leben seiner Mitmenschen auf den Philippinen verloren. Auch deswegen ist das Oberhaupt der philippinischen Christen ein Vorbild mit großer Ausstrahlung. Das Missionswissenschaftliche Institut unterstützte seine unvergleichliche Karriere durch ein Studienstipendium. Welche Bedeutung hatte das Stipendium für Sie? Ich komme aus der Diözese Imus. Dort wurde ich geboren, dort wurde ich zum Priester und später zum Bischof geweiht. Aber als ich Priester in der Diözese Imus war, schickte mich mein Bischof, der verstorbene Felix Perez, zum Studium ins Ausland. Er wollte, dass ich einen Titel in Theologie erwerbe. Jedoch war die Diözese sehr arm. Wir hatten nicht genug Geld, um jemanden zum Studium ins Ausland zu schicken. Ich hätte auf den Philippinen bleiben können, um dort einfach mein Studium zu beenden. Es gibt dort Institute, an welchen man einen Doktortitel erwerben kann. Aber mein Bischof hatte den tiefen Wunsch, dass ich internationale Erfahrungen mache, dass ich von der Erfahrung der Kirche in anderen Teilen der Welt lerne und mich mit den Wissenschaftlern austausche. Dies wäre ohne die Hilfe anderer Menschen nicht möglich gewesen. Schließlich kam ich in Washington, D.C. an die Katholische Universität von Amerika. Ein Teil meines Stipendiums wurde von der Universität gestellt, der andere durch Stifter. Um diesen Anteil kümmerte sich Missio. Ich habe diese Geschichte erzählt, da es mir damals so erschien, dass ich dank Missio, dem Missionswissenschaftlichen Institut, und dank den Stiftern meinen Abschluss machen konnte. Jedoch habe ich später realisiert, als ich anfing, Theologie zu unterrichten, zum Mitglied der Internationalen Theologischen Kommission unter Kardinal Ratzinger im Vatikan ernannt wurde und ich zum Bischof geweiht wurde, die Dinge sich entfalteten, dass es nicht nur um einen Titel ging. Es war nicht nur ein akademischer Titel, sondern es war die Vorbereitung auf ein Leben für die Mission und des Dienens, welches sehr viel Lernen, eine intensive Lektüre über die jeweiligen Gegebenheiten und das Gespür für die Seelsorge erfordern würde. Somit ist der Anteil alles andere als gering. Das Missionswissenschaftliche Institut hat einen wirklich wichtigen Beitrag zu meiner Ausbildung geleistet. Wie wichtig sind Stipendien für die Christen und die Kirchen in Afrika und Asien? Dies sind junge, im Wachstum begriffene Kirchen Afrika und Asien. Und wir haben viele Berufungen. Wir haben viele Priester, wir haben Schwestern und Laien, welche besonders in der akademischen Welt verantwortungsvolle Positionen bekleiden. Genau wie mir damals als junger Priester, fehlen vielen Kirchen in Asien und Afrika immer noch die finanziellen Mittel, um für die Priester, Schwestern und Laien eine Promotion möglich zu machen. Hierbei könnte die weltweite Solidargemeinschaft in Form von Stipendien hilfreich sein. Und sie stellt eine große Hilfe für das Wachstum und die Stabilität der Ortskirchen dar. Vielleicht könnten jene, die Stipendien gewähren, diese auch an Bedingungen knüpfen. Im Sinne von, wir unterstützen dein Studium, erwarten aber von dir einen Beitrag zur Stärkung deiner Ortskirche. Und basierend hierauf kannst du dann auch hoffentlich einen Beitrag für die weltweite Kirche leisten.